So, ich bin jetzt hier mit Marc Friedrich, dem Autoren des Buches Der größte Raubzug der Geschichte. Und in dem Buch ging es unter anderem auch um die Bankeinlagengarantien von 2008. Das Thema ist ganz aktuell gerade mit der Euro-Rettung im Raum Zypern. Und da möchte ich Marc Friedrich fragen, ob denn das, was wir da gerade erleben, ein weiteres Kapitel des Raubzuges ist, nämlich unter dem Stichwort Enteignung. Ja, absolut. Was wir momentan erleben, ist ein absolut verheerendes Signal für Bürger und Sparer in ganz Europa, aber auch Anleger weltweit. Wir erleben gerade eine neue Eskalationsstufe in der Bankenrettung. Jetzt werden sogar die Bankkunden, die nichts mit den spekulativen Exzessen ihrer Banken zu tun haben, herangezogen und zwangsenteignet, um die Banken zu retten, die sich verzockt haben. Und das ist wirklich einmalig. Und es hat auch mit Demokratie und Kapitalismus nichts mehr zu tun. Ja, dann gab es das, wie von mir gerade erwähnt, 2008 wurden die Bankeinlagen hier garantiert von der Bundesregierung. Das ist jetzt erneuert worden. Zunächst einmal gehen wir zurück in das Jahr 2008. Im Oktober war es damals. Ist das eine Chimäre gewesen? Hier wiederum muss ich dir zustimmen. Fakt ist, wir haben damals für unser Buch recherchiert, was denn diese Garantie wert ist. Wir mussten leider feststellen, die ist gar nichts wert. Es ist eine reine Absichtserklärung ohne jeglichen juristischen Wert. Diese Absichtserklärung von Frau Merkel und Herrn Steinbrück wurde nie, ich wiederhole, nie in ein Gesetz verankert. Das heißt, im absoluten Notfall kann sich kein Bundesbürger darauf beziehen, weil es nur eine Absichtserklärung ist. Des Weiteren ist es auch völlig abstrus und absurd. Wir müssen uns überlegen, der deutsche Staat hat über 2 Billionen Schulden. Die Bürger in Deutschland haben circa 10 Billionen Privatvermögen. Wie soll denn ein komplett überschuldeter Staat mit 2 Billionen aufkommen für das Privatvermögen der Bundesbürger? Und des Weiteren, wir sind ja der Souverän, wir sind der Staat. Das heißt, wir garantieren uns unsere eigenen Spareinlagen. Also absoluter Irrsinn. Also das ist auch eine völlig ungedeckte Absichtserklärung. Beruhigen, weil in Deutschland ein Bankenrun im Gange war. Man muss überlegen, damals, es war der heiße Herbst 2008, wir haben es im Buch auch chronologisch aufgearbeitet. Erst ging Lehman Brothers über die Wupper, dann kam AIG 2 Tage später und dann kam noch in Deutschland die Hypo Real Estate. Die Verunsicherung der Bürger war zu Recht da. Ja? Die waren einfach komplett verunsichert, was mit ihrem Geld, ob sie den Banken noch vertrauen können. Und Frau Merkel und Herr Steinbrück, die sind nicht aus Jux und Dollerei an einem Sonntagnachmittag vor die Kamera getreten, um uns unsere Spareinlagen zu garantieren. Die mussten vor die Kamera treten, weil wenn dieser Bankenrun am Montag weitergegangen wäre, dann wären am nächsten Tag und die Woche darauf die ersten Bankentürme in Frankfurt umgekippt. Ja, hat da hinter den Kulissen auch die BaFin gewisse Fäden gezogen? Wahrscheinlich. Also wir haben jetzt keine Beweise hierfür, aber es gibt mehrere Gerüchte, dass praktisch die BaFin schon einen kompletten Plan vorliegen hatte, welche Bank als erstes geschlossen werden muss und abgewickelt wird. Welche wäre das den Gerüchten nach gewesen? Ich denke mal, das sind die Banken, die jetzt auch momentan noch in Staatshand sind. Ne? Wir sprechen hier von der Commerzbank bzw. Dresdner Bank. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Deutsche Bank, die ja ein enorm großes Bilanzvolumen hat, da auf der Agenda stand. Ja, was hörst du in Europa von Freunden? Wie wird das da aufgenommen in Spanien, Portugal, Italien, wo ja zum Teil auch schon die Höhe des Bargeldes, was man abheben kann, begrenzt ist? Machen die sich dort Sorgen? Diejenigen, die über Informationen verfügen und die mit wachem Verstand durch das Leben laufen, also ich hatte viel Kontakt über Skype, aber auch per Telefon und Internet, per E-Mail, denen geht wirklich der Allerwerteste auf Grundeis. Die haben wirklich Angst und wie du gerade auch richtig gesagt hast, die können nicht beliebig über ihr Privatvermögen verfügen, dass es da Abhebungsbegrenzungen gibt und die haben natürlich ganz klar Angst, dass praktisch Zypern nur ein Testfeld ist und dass eventuell Spanien, Griechenland oder auch Italien als nächstes dran ist und sie nicht mehr an ihr Geld kommen, dass sie enteignet werden, um die Finanzbranche zu retten. Welchen Grund siehst du, dass Frau Merkel heute diese Garantie, die ja ungedeckt ist, unserer Analyse nach, erneuert hat? Was denkst du dazu? Ja, ich denke mal, ich habe es vorhin deutlich gesagt, es kann sich
wohl jetzt jeder selber denken. Also es ist in Deutschland ein Bankenrun wieder im Gange. Viele Menschen sind jetzt wieder verunsichert, weil, ich meine, man muss sich mal überlegen, was gerade passiert ist. Was am Wochenende in Zypern beschlossen wurde, wird in die Geschichtsbücher eingehen als Ende der Demokratie und Ende des Kapitalismus. Das ist ein enormer Brandbeschleuniger in der Krise. Der wird die Krise nochmal befeuern. Wir enteignen Bürger. Damit ist ein weiterer Vertragsbruch im Gange. Für uns ist die EU eine beispiellose Serie an Vertragsbrüchen, Lügen und Betrug, und zwar von oberster Stelle, die nicht geahndet wird. Und wir werden in der Vergangenheit zurückgucken und werden ganz klar sagen, es war ein weiterer Meilenstein beim Ende des Euros. Also es ist wirklich, ich kann mich gar nicht genug echauffieren, es ist eine Farce, was hier momentan passiert. Es hat nichts mehr mit Demokratie oder Kapitalismus zu tun. Dann danke ich dir für diese deutlichen Worte. Gerne. Tschüss. Tschüss.